Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim in Hübsch. Ich habe jetzt schon den ersten dieser Wachen umgenockt. Da vorne liegt er. Und jetzt bin ich dabei, in diesem Talmor-Palast die nächsten Wachen umzubringen. Wenn ich es schaffe. Oh. Da war ein Magier. Mal, der ist hochgegangen, das bedeutet, ich kann jetzt hier rein. Oh, das war vielleicht schlecht. Ich weiß nicht, ich hole mir auf jeden Fall die beiden Tränke. Okay. Ihr seid tot. Stahldolch. Schlagt Alarm. Hier gibt es Eindringling. Ist. Hab euch. Nein, der hat den Streitkolben. Nein, ich. Verdammt, wie komme ich durch diesen scheiß Dings da durch? Ich kann mal einmal die Stimme des Kaisers einsetzen. Ja. So. Was war das? Okay. Dem Magier sollte ich nicht. Nehmen. Hier legt man sich nicht an. Ja? Gut, ich sollte warten, bis der Magier weggeht. Es ist sehr wichtig. Damit der Magier mir nicht in die Quere kommt. Denn scheinbar ist der Magier ziemlich, ziemlich heftig. Und da ich jetzt meine. Ich habe jetzt eine volle Rüstung, stimmt ja. Ich habe eine volle Rüstung. Was ist denn in diesem Schrank drin? Gold. Erstmal Gold klauen. Der geht gerade nach oben. Super. Das bedeutet, ich hole mir diese. Tränke. Gucke mal, was der Trank der Stärke macht. Tragfähigkeit wird um 30 Punkte erhöht. Um 20 Punkte. Gut. Dann laufe ich mal hier rum. Und laufe mal hier weiter. Ihr seid tot! Warte. Objekte. Hole ich mir mal mein Pelzschild auf die eine Seite und mein Schwert auf die andere Seite. Das war vielleicht etwas zu viel des Guten. Törichter Mensch, eure Zeit ist abgelaufen. Na? Trank des Heilers. Stahldolch, Streitkolben, nein. Einfach weiter. Ich glaube, das war jetzt ein Fehler. Bin mir jetzt aber überhaupt nicht sicher, ob das ein Fehler war oder nicht. Na? So, wo müssen wir denn hin?
darüber. Gut. Dann war es scheinbar kein Fehler. Und jetzt nehme ich mir wieder meinen Nordbogen. Denn ich liebe meinen... Oh, scheiße. Hier sind ja überall Wachen. Kommt her, zeigt mir euer Gesicht. Den habe ich hier noch nie gesehen. Oh, Scheiße. War vielleicht nicht ganz so klug. Für 60 Sekunden lang fein. Schön. Elfen öffnen. Ja, ich bin durch. Oder? Bin ich durch? Ich hoffe, die kommen mir nicht hinterher. Das wäre scheiße, wenn die mir hinterherkommen. Aber ich brauche das Geld, alles hier. Ich bin tot. Nein, ich bin tot. Wieso habe ich vorher nicht gespeichert? Wieso nicht? Okay, ist ja gespeichert. Ist da jemand? Hier drüben! Mit mir legt man sich. Manometer. Aber ich brauche das Geld. Ich habe es mir verdient. Ich habe auch Ausgaben, Schwein. Wisst ihr? So, wie wär's, wenn ich mal meine Objekte ändere? Und zwar zu festlichen Kleidung. Und meinen Elfenhelm weglege und meine Elfenpanzerhandschuhe und dann aufhöre zu schleichen. Ist da jemand? Aber seid euch nicht zu sicher. Wir haben andere Informanten, die weniger abstoßend sind. Aber niemand sonst hat euch so wertvolle Informationen gegeben. Was war das? So. Etienne, er hat gesprochen, nicht wahr? Da war weiß, vermutlich nichts. Der alte Mann auffällt, den ihr sucht. Er hat... Na? Nee, gibt nichts. Selbst gesagt. Gibt nichts. Den Rest eures. Gibt nichts. Gut. Dann würde ich sagen, hier nochmal speichern. Speichern ohne Ende. Jetzt, nein, nicht da. Sondern ich muss mir scheinbar wirklich hier den Weg frei kämpfen. Also. Ja, gib mir meinen Nordbogen, genau. Und ich würde mal kurz warten, bis es mein Leben wieder regeneriert ist. Lasst mich auch, wenn ihr je den Rest eurer Bezahlung sehen wollt. Kann ich? Ich könnte euch helfen. Mit mir würde er reden, er vertraut mir. So. Mit mir hinuntergehen? Ist es das, Gesur? Sollen wir seine Fesseln lösen und euch zusammen in eine Zelle stecken? Ihr könnt ihn fragen, was ihr wollt, und sehen, was er euch antwortet. Nein, nein, ich warte draußen. Ich hab entdeckt. Das wird... Okay. Scheinbar ist das auch keine so kluge Idee. Verdammt, was kann ich denn... So gesprochen. Ich wusste es. Was kann ich denn machen? Irgendwann fängt jeder an zu reden. Ich habe noch zu tun. Lasst mich arbeiten, wenn ihr je den Rest eurer Bezahlung sehen wollt. Kann ich? Ich könnte euch helfen. Mit mir? Ist da jemand? Habt ihr etwas gehört? Nein, ihr habt nichts gehört.
mein Verstand spielt mir Streiche. Ja, es tut er offensichtlich. Warte mal, die Stimme des Kaisers habe ich schon eingesetzt. Das bedeutet, ich nehme jetzt diesen unerbittlichen Macht. Was? Ist da jemand? Wehe, du findest mich jetzt. Da war vermutlich nichts. Sie hat mich entdeckt. Hallo. Naja, gut. Finding mir Stahlpfeile, Zauberstank der Feuerresistenz ist vielleicht gar nicht mal so schlecht bei den ganz vielen Magiern, die hier rumliegen. So, jetzt gibt mir erstmal wieder Regeneration von Leben. Und dann laufen wir weiter durch die unheimlichen Tiefen des keine Ahnung was, wie und wo. Ich hoffe, dann kann ich etwas besser weiterlaufen, ohne irgendwelche Probleme zu machen. Was haben wir denn hier noch so? Was ist denn im Schrank drin? Auch ein bisschen Gold. Hier haben wir nichts mehr. Schlachterfischsuppe. Hier haben wir ein bisschen Wein. Was passiert, wenn wir hier hochgehen? Ist hier irgendwas? Ich hoffe nicht. Warte mal, ich werde hier einfach nochmal speichern. Für alle Fälle, mein 100. Speicherstand. So. Zaubertrank der Regeneration. Truhe. 11 Gold. Huhu. Red Apple. Nichts, nichts. Nehmen Papierrolle, Schreibfeder, Kuchen und Diamant. Nein. Kleiderschrank. Was haben wir denn da drin? Feine Kleidung, feiner Hut, Papierrolle. Brauche ich alles nicht. Eigentlich. Öffnung von keine Ahnung was. Brauche ich jetzt auch nicht mehr zu lesen. Altowein, Becher, Fach. Was haben wir hier drin? Dieb der Tugend. Gut. Dann gucken wir mal, was Dieb der Tugend bedeutet. Na? Bringt mir auch nichts. Schade. Gut, weiter geht's durch diese. Na, hier geht's runter. Trank der höchsten Lösung der Stärke. Puh. War mal Lösung der Stärke? Holzkohle, Bett fremd, dann kann ich scheinbar nicht schlafen. Wundertrunk, Gesundheit, Regeneration. Boah, es hat sich gelohnt, hier hochzulaufen. Ach, Amethyst, Gold, Lederarmschienen. Was? Ich habe einen Rüstungswert von 0? Warte mal. Das kann doch nicht sein. Ich habe einen Rüstungswert von 0? Ah, ich habe die festliche Kleidung an. Idiot. So. Rüstung, Rüstung, Rüstung. So.
Damit werden wir wieder voll gerüstet. Und hätten auch keine Probleme mehr. Zufallsfehler haben wir schon gelesen. Es ist cool an dieser... wie heißt die Mod? Skyrim, nein, SkyUI, dass die die gelesenen Bücher schon anzeigt und wir deshalb keine Möglichkeiten... Warte mal, ich hatte Lösung der Stärke bekommen, genau. Da wollte ich mal gucken, was das ist. Also Lösung der Stärke ist... Wundertrug der Stärke, Trank der kleinen... der Gesundheit. Trank der Regeneration. Schade. Also, dann nützt nicht sehr viel für kurze Kämpfe. Egal, ich muss weiterlaufen. Ich mache hier einfach mal nochmal Speichern. In der Talmorischen Botschaft, wieso auch nicht. So. Ist hier einer drinne? Nein, hier gibt es auch nichts Gutes. Hier gibt es ein bisschen Gold. Ja, ich werde schon übermütig, ich merk's. Kerker. Nein, ich möchte nicht in den Kerker. Ich möchte einfach nur gleich hier raus. Durchsuchen. Josea. Ja, ja. Zum Verhörzimmer. So, zack. Und jetzt können wir jetzt hier unten hin. Dahin. Nein. Gut. Was müssen wir denn jetzt genau machen? Quest. Suche nach Informationen über die Rückkehr der Drachen. Habe ich gemacht, oder? Nein. Ich muss das scheinbar noch lesen. Ulfric aktueller... Ach, das ist die ein... Gut. Was haben wir denn hier? Abgesandter der deutschen Bemühungen, Pacht, Drachenauferstehung, verantwortlich ein Informant, möglicher Hinweis. Ist stur, hält aber ein nach die Information. Ach so, wir haben die Information noch gar nicht. Gut. Ulfric Sturmmantel, Status unkooperativ, Schläfer, Abgesandter Geheimigungsstufe. Beschreibung, ja, von Hintergrund, Anführer, Veteran der kaiserlichen Armee. Hintergrund, zum ersten Mal, wer das soll. Weißgold, ja. Operative Anmerkung. Bleibt den Bemühungen äußerste Notfalls. Gut. Gut, also. Und was haben die über Delfine? Festnehmen oder töten. Hohe Priorität. Oh. Mitte 50. Ja, also nichts mehr für uns. Nein, dafür während des ersten Krieges aus operativen Gründen, politischen Gründen. Unglücklich nach. Gut, es wird angenommen, dass die Himmelsrand immer noch aktiv gegen uns arbeitet. Ja, obwohl wir aus... Okay. Gut. Also wir haben jetzt die Dossiers und wir wissen, dass wir gleich in den Keller müssen. Aber vorher muss ich sagen, machen wir nochmal eine Pause, wie üblich. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.